So, moin und willkommen zum Video vom Spiel Germania Eggesdorf gegen den VfB Oldenburg. Ist schon etwas länger her, die Partie. War am 24. Februar, der 23. Spieltag in der Regionalliga Nord. Aber hey, besser spät als nie. Schließlich habe ich das Videomaterial nicht umsonst aufgenommen. Ja, die Partie ging 3:1 aus. Und ich würde erstmal sagen, lehnt euch erstmal zurück und genießt die Impression. Ich werde gleich noch weiter was dazu erzählen. So, wie ihr sicherlich gehört habt, der VfB Oldenburg ist mit ungefähr 30 bis 40 Fans angereist. So ganz genau habe ich das nicht gesehen. Gab einen getrennten Gästesektor, wo die sich dann platziert haben und auf jeden Fall ganz gut Stimmung gemacht haben. Ich meine, auf jeden Fall Respekt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die da in Eggesdorf zu begrüßen. Und ja, hatten kreative Fangesänge. Ich wusste jetzt nicht genau, was da gesungen wird, aber wäre cool, wenn es jemand unten reinschreiben könnte. Aber auch Eggesdorf hatte eine kleine Supportergruppe, wie ihr hier hören könnt. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ich meine, auch wenn es bloß die typische 0815 Playlist war, von den Ultras halt so FC Germania, Ole oder auf geht's Germania kämpfen und siegen, das typische halt, war trotzdem ganz lustig, ganz nett, vielleicht 4 oder 5 Leute, eine Zaunfahne hatten sie und halt eine Trommel und ja, von daher nichts großartig Besonderes, aber immerhin. Zum Spiel selbst, naja, war jetzt auf einem überschaubaren Niveau. Es sind halt immerhin 4 Tore gefallen. Also das war das einzig Gute, dass halt eigentlich nahezu jede Chance drin war. Und zudem durch diesen überraschenden Anschlusstreffer, wie eben gesehen, wurde es dann am Ende nochmal spannend. Es gab Eckball-Spektakel in der Schlussphase. Also Eggesdorf hatte echt viele Chancen zum Ausgleich zu kommen, hat sie aber nicht genutzt. Und dann am Ende, kurz vor Schluss, ich glaube in der 82. oder sowas, das 3:1 für den VfB Oldenburg. Damit war der Sack zu und damit sich irgendwo im Mittelfeld der Tabelle etablieren, währenddessen die Gastgeber noch um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Das Stadion selbst an sich, naja, okay, es ist von der Bahn her gut erreichbar, es ist halt bloß ein Dorf, also man läuft ungefähr 15 bis 20 Minuten vom Bahnhof. Der Bahnhof selbst halt mit der S-Bahn sehr gut von Hannover aus zu erreichen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die S-Bahn fahren stündlich. Und der Vorteil ist halt dadurch, dass ich Schülerkarte habe, kann ich da kostenlos hin. Deswegen war das auf jeden Fall für mich ein Anreiz, da mal hinzufahren. Wetter, wie gesagt, einfach perfekt. Ende Februar, ich glaube, gab keinen besseren Tag im Februar, wo das Wetter so gut war. Auch bloß, oder ansatzweise so gut. Von daher habe ich da auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Und ja, also, weiß nicht, wenn man jetzt in Hannover wohnt, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerne mal vorbeischauen, ich meine, das ist immer eine Regionalliga. Und wie gesagt, da kommen auch ein paar nette Fans hier vorbei. Aber ansonsten, wenn man von außerhalb kommt, lohnt sich es jetzt nicht unbedingt so. Dann lieber in Hannover irgendwas mitnehmen, so Beke-Stadion oder Karl-Waldstadion,
OSV Oststadtstadion oder keine Ahnung, HSC oder sowas. Das lohnt sich mehr, weil es ist halt eigentlich bloß ein kleiner Sportplatz mit einer kleinen Tribüne, die da eingebaut wurde, damit da Regionalliga gespielt werden kann. Okay, gut, die Bratwurst ist lecker, das stimmt, aber ansonsten ist es halt einfach typisch Dorfverein, nichts Besonderes, nichts Professionelles. Es ist auch dadurch, dass es so noch so eine Aschelaufbahn drumherum ist, etwas nervig, aber naja. Ich komme nicht mehr hin, vielleicht kommt ihr hin und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!